Ich bin Dennis Wolter, 31 Jahre alt und ich habe für dieses Jahr nur einen Wunsch. Ich will noch berühmter werden. Hallo, ich bin Thorsten Sträter und für die meisten Sachen reicht das. Hallo, ich bin Benny, 31 und ich esse mein Schnitzel wachsweich. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Erkennst du den Promi? Heute mit Thorsten Sträter! Kawabunga! Sagen die Turtles, Chaka. Oder? Ja, die Turtles sagen Kawabunga. Thorsten, ich habe ein Geschenk für dich und zwar eine Autogrammkarte von Michaela Schäfer. Hier. Dankeschön. Genau. Spezielle Grüße an dich. Finde ich ganz, ganz toll. Dreh mal um für die Zuschauer und mal sehen, was du da bekommen hast. Ja, ich versuche nicht mitten aufs Bild zu fassen. Das ist ja, cool. Dame, weil das ist mal eine benutzte Autogrammkarte. Das Grüße, ist toll, danke. Ich hoffe, du freust dich über meine Geschenke. Bis jetzt habe ich es noch im Griff, aber ich glaube, da kommt noch einiges. Leute, und wenn ihr euch jetzt denkt da draußen, ihr möchtet mal zwischen Thorsten und mir stehen, so als Wildcard oder Wildcarderin, dann schreibt doch jetzt mal in die Kommentare euren liebsten Promi. Und warum ist das euer liebster Promi? Und was für ein Gastgeschenk bringt ihr uns mit? Thorsten, was ist denn dein Gastgeschenk hier als Gast? Was hast du uns mitgebracht? Die komplette Anfahrt. Ich war kurz davor, direkt vor Kastrop wieder zu drehen, aber ich bin dann noch gekommen. Das ist das Beste. Danke, danke. Dennis, erklär mal ganz kurz die Regeln. Wir bekommen gleich Promis gezeigt und wenn wir denken, Mensch, den Promi, den kennen wir, dann waren wir, ganz wichtig, Vor- und Nachname suchen wir, also nicht nur Nachname oder Vorname, wie gesagt. Und wer zuerst fünfmal richtig rät, der darf die goldene Ananas berühren. Hat man was falsch gesagt in der Runde, ist man für diese Runde gesperrt und kann jetzt in der nächsten wieder mitmachen. Aha. Hm? Das ist ganz einfach, Thorsten. So wird Geschichte geschrieben. Hm? Das ist ganz. Bist du in der Promi-Welt zu Hause? Du kennst sicherlich nee, viele Privat. Ich bin nicht in der Promi-Welt zu Hause. Dann würde ich sagen, Hände weg vom Buzzer, nicht so richtig. Nah am Buzzer. Thorsten, hat eigentlich, du bist Vorteil. Eigentlich schon zu nah. Ja, so ist super. Ja, genau. Okay, los geht's. Hm? Oh, bin ich blöd? Ich weiß das gar nicht. Michael Landon. Die Runde ist wieder offen, wir könnten jetzt raten. Der Werwolf von Washington. Wer ist das? Olaf Scholz. What? Hä? Ich hab's an dem komischen Kinn erkannt und an der Nase, an der Stupsnase. Aber so eine tolle Frisur hatte Olaf Scholz wohl mal. Das ist Olaf Scholz? Das ist Olaf Scholz in Jung. Ich versuch seit Wochen, mir das Gesicht nicht so intensiv einzuprägen. Ja. Das habe ich jetzt davon. Bist du zufrieden mit Olaf Scholz, Thorsten? Oder hättest du lieber Laschet gewollt, als Bundeskanzler, als König von Deutschland? Laschet? Ja. Hättest du ihn lieber gehabt? Ich möchte Laschet für gar nichts, tatsächlich. Also für wenig Sachen. Ja, der kann ja seitdem nicht so der so bekackt bei der Flut geweint hat, war er bei mir unten durch. Ich hätte gern Bert Wollersheim als Außenminister. Ja. Wollersheim, den haben wir ja ewig nie mehr gehört. Bert Wollersheim, den gibt's aber, dem geht's gut, oder? Ja, der macht jetzt so Sprachaufnahmen. Du kannst ihm sagen, was er sagen soll, dann schickt dir eine Memo zurück. Also du kannst sagen, grüß meine Tante Ulla und dann kriegst du ein Video zurück für 90 Euro. Hey, du geile Sau, ich grüße dich. Wenn irgendwann die Palme hängt, bleib dir treu. In dem Sinne, dein Zeremonienmeister Bert Wollersheim. Yeah, ciao. Okay, also wenn ich dafür Verwendung habe, melde ich mich. Sean Connery, das ist aus dem Film Zardos. Bitte? Das ist aus dem Film Zardos. Aber in sowas sehe ich dich auch, Thorsten, in sowas. Ja, das ist, das Kostümdesign war damals legendär. Ja. Aber was ist das denn? Ist das ein Actionheld? Zardos, er ist ein Science-Fiction-Film. Ah, okay. Aus den 60ern. Mhm. Hätte ich jetzt nicht gewusst. Du bist ja ein richtiger Nerd, habe ich mir sagen lassen. Ja, ich filme ja. Aber Comics doch auch, oder nicht? So ein bisschen? Comics habe ich irgendwann abgelegt. Also ich freue mich immer, wenn einer sagt, du liest doch auch so viele. Nee, ich lese keine Comics. So. Mhm. Ich bin tatsächlich dazu übergegangen, Bilder wegzulassen. Aber Filme. Filme, Bücher, Hörbücher. Streaming-Dienste. Mhm. Patrick Star. Ja. Das ist unsere Redaktion, ist das. Hugo Egon Balder. Wer war der Erste? Ich war der Erste. Ja, gut. Sehr schön. Sehr schöne Montage.
So sieht er doch immer noch aus, oder? Der ist der kleine Rockstar. Nee, der Hugo Egon Balder, der fermentiert. Der wird nicht alt, sondern der patiniert sich selbst. Und dann ist das so, ich glaube, dass der irgendwann so eine Art Leder wird. Sehr ja? edles, kostbares Leder. Und dann sitzt er da. Oh Mann. Sharon Stone aus Basic Instinct. What? Ja, das sieht man doch. Was ist mit euch? Ist das nicht der Film, wo die sie Beine breit macht? Sie ist kurz davor. Ah, okay. Also, das da ein Glück, dass wir ein Standbild haben, das war damals ein großer Skandal. Aber sieht man da auch was? Ja, so halb. So in den 90ern war es schon so. Und das heutzutage ist es ja gar nichts mehr. Ne? Heutzutage laufen ja alle nackt rum. Es gibt ja total viele Formate, Adam sucht Eva und das Sommerhaus der Stars, wo die da nackt in den Pool springen. Ja, wenn das läuft, habe ich oft was anderes zu tun. Und wenn nicht, nehme ich mir schnell was vor. Ja, Tom Buro. Ja. Stark. Genau. Ist er denn, wo ist er denn aktuell tätig? No, ist er noch beim WDR oder ist er mittlerweile er ist beim WDR. Er hat mir mal einen persönlichen Brief geschrieben. Darüber habe ich mich sehr gefreut, Herr Buro. Dankeschön. Uns hat Peter Maffay mal einen persönlichen Brief geschrieben. Auf ganz kleinem Papier. Komm, ich lass. Auf dem Post-it hat er seine Biografie geschrieben. Ich finde Peter Maffay auch toll. Peter Maffay ist auch, der hat diese Hugo Egon Balder Gene. Ja. Der, irgendwann hat er alle Falten und dann ist vorbei. Und dann wird er auch optisch nicht mehr älter. Das stimmt, irgendwann hört's auf. Geiler Typ. Dua Lipa. Wer? Dua Lipa. Ist die Sängerin. Kenn ich nicht. Sie macht hier Songs wie zum Beispiel Limitated. Ja, klar, kenn ich nicht. Ich bin ein bisschen limited, was die Sängerin angeht. Nie gehört. Es steht 3-3-1. Wer hat denn einen Punkt? Aha, okay. Du warst ja. Zurück. Na gut. Weiter. Ralf Möller. Oh Mann! Guter Mann, wohnt in der Nachbarschaft. Bei dir in der Nachbarschaft? Und ja, im Nachbarort. Guter Mann. Also ich wohne ja in Beverly Hills, in Los Angeles. Nein, er ist eigentlich gebürtig in Recklinghausen, das ist Nachbarschaft. Wenn du frühstückst, so richtig geil frühstücken willst, was wünschst du dir vom Zimmerservice? Es ist immer zu spät, es gibt immer keinen Zimmerservice, wenn ich mal wach bin. Ich finde diese romantische Anfrage mit Frühstück ist von 6 bis 10, wo ich mich schon mal ausschütten muss. Zufällig bin ich kein Baggerfahrer. Bringen Sie mir mittags eine Bockwurst. Aber wenn dann so, ich mache das wie alle Leute, die zum Frühstücksbuffet gehen. Ich packe mir darauf Eier, Speck, Bacon, Pfannkuchen, Nutella und denke mir dann, was für ein abgefucktes Durcheinander. Und esse dann so ein bisschen zu harten Speck, weil der ja nur 4 Minuten gut ist. Dann wechselt er in Aggregatzustand in so eine Art Bitumen. Und dann esse ich die galten Pfannkuchen und dann lasse ich das hier machst stehen. Machst du denn die Schokocreme auch in diese Waffelhörnchen rein? Da kann man so, gibt es auch diese kleinen Behälter, wo du die so reinstreichen kannst, wo du dann quasi den Behälter... Waffelhörnchen, wo du... Weil, redest du jetzt von irgendeinem Euro-Disney-Hotel oder was? Weil ich kenne nur das, man da... Nutella. Ja, dann bist du in einem Fantasialand, warst du in der Afrika-Welt und dann haben wir ganz kleine Hörnchen. Kenne ich nicht. Denn du hast einen Matchball. Wenn du den nächsten Promi richtig rätst, hast du das Spiel hier schon gewonnen. Und bist dann Promi-Flüsterer 2022. Und berühre die Ananas. Das ganze Ding hier macht mich komplett hip, das wisst ihr, oder? Ja, du bist jetzt komplett lit, bist du jetzt sogar. Nicht hip, lit. Ja, Mambo Number 5. Ihr wisst, wie er heißt. Falsch. Ja, wir wissen, wie er heißt. Der Song heißt Mambo Number 5. 2. Der Typ heißt? 1. Lou Bega. Ja. Meiner hat nicht funktioniert, er hat nicht funktioniert. Ihr Vögel. Das hier ist zeitlich natürlich, aber Benny. Ich will mich jetzt auch nicht verkrampfen, aber das ist Lou Bega. Ja. Warst du schon mal in der Chartshow? Warst du schon mal in der Einblendung? Wir waren in der Einblendung in der Chartshow. Warst du auch schon mal da? Wurde es eingeblendet von der Seite? Den kenne ich noch, den Song, der war damals groß. Hast du das schon mal Ich habe mal sowas Ähnliches gemacht, aber ich glaube mit Serienmördern. Okay. Für Dreisat. Jürgen Klopp. Ja. Wenn je ein Mann wie Purple Schulz ausgesehen hat, dann der frühe Jürgen Klopp. Du warst ja schon mal bei uns zu Gast und dann damals haben wir festgestellt, dass du gar kein großer Fußballfan bist. Nein, nicht nur kein großer. Keiner. Boba Fett. Und dann gewinnt Peter. Kennst du den Promi? Ja. Danke. Torsten, ich lasse dich hier mal eben die goldenen Ananas anfassen. Ja, ich will einmal die Ananas anfassen. Hey, amma, hey, oh, hey, amma, hey, oh, hey. Ah, Jesus!
der Gaudi hier. Merci. Ja, toll, danke. Ja, und jetzt? Wieder hinten in deinen Kasten zurück. Ach so, okay. Wenn ihr euch jetzt denkt, ich möchte auch mal hier stehen, dann schreibt jetzt kreatives Gastgeschenk, Lieblingspromi und das Alter in die Kommentare. Nehmt natürlich keine 14-jährigen Vollidioten, sondern volljährig müsst ihr sein. Thorsten, es war wirklich richtig mega geil, dass du hier warst. Ich würde sogar sagen, es war total geil. Einfach nur geil. Ja, geil. Es war mega. Oben gibt es ein Video von Kurz gesagt, wie sahen Dinosaurier wirklich aus. Und unten gibt es die letzte Folge, erkennst du den Promi mit Felix Lobrecht? Also, haltet ihn hart und weich, wie ihr wollt. Tschüss, auf heute, Wiedersehen.